Klein war er noch. Mhm. Ich sitze hier die ganze Zeit, mich übermannt die Einsamkeit. Mein Name ist Alissa, ich bin 34 Jahre alt, in Wiesbaden groß geworden, wohne jetzt im Norden von Frankfurt. Musikalische Einflüsse habe ich während meinem ganzen Leben aus diversen Ecken bekommen. Gerade im, ich sag jetzt mal, in der Sturm- und Drang-Phase sind die Ärzte mit Farin Urlaub für mich ein ganz großes Thema gewesen. Hier in Frankfurt kam dann irgendwann Daniel Wirz dazu, den ich für seine Songtexte und diverse Songs echt feiere. Ich bin schon mein ganzes Leben in der Musik unterwegs. Ich bin jetzt also schon 32 Jahre tatsächlich aktiv als Sängerin. Ich bin Oliver Hartmann, 43 Jahre und spiele Gitarre bei Alissa. Ich komme aus Bad Vilbel, bin auch hier aufgewachsen, habe zwischenzeitlich in einigen anderen Städten gelebt und bin dann wieder hierher gekommen. Ich bin für die Gitarre, für die Background Vocals und auch für das Songwriting verantwortlich. Also wir haben uns 2010 auf dem Open Doors Festival in Neu-Isenburg kennengelernt und waren dort gar nicht als Musiker in der Funktion, sondern Alissa. Beide nicht. Ja, genau, beide nicht. Beide nicht. Sondern Alissa war Moderatorin eines Nachwuchswettbewerbes und ich war in der Jury. Und letztendlich kamen wir ins Gespräch. Und ja, was am Ende blieb, war mein Angebot: Wenn euer Gitarrist mal irgendwann aussteigt bei Dreiling, dann call me.